Schön, dass ihr da seid, auch nach so Mittagessen einfach nochmal das Brot des Lebens sprechen lassen. Denn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jeglichem Worte, das aus dem Munde Gottes kommt. Von daher ist es immer gut, auch das Wort Gottes zu speisen. Und der Herr hat mir einfach so ein Thema aufs Herz gelegt, blühe dort, wo Gott dich hingesät hat. Ja? Dass jeder dort im Licht ist und Salz, wo der Herr ihn hingestellt hat, wo er für ihn wirken kann. Darum erkenne deine Identität und gebrauche deine Autorität, ja? Die Jesus für dich vorgesehen hat und die Jesus all seinen Kindern gibt. Und heute werden wir uns noch ein bisschen mit der Identität beschäftigen. Wichtig ist, wer ich bin. Dass ich weiß, wer ich bin in Christus, ja? Paulus beschrieb es so im 1. Korinther 15, Vers 10. Alles, was ich jetzt bin, bin ich allein durch Gottes Gnade. Und seine Gnade hat er mir nicht vergeblich geschenkt. Ja? Alles, was wir sind, sind wir aus Gnade. Und es ist alles ein Geschenk von Gott. Besonders, dass man Gottes Kind ist, dass man erlöst ist, dass man errettet ist. Das ist ein Geschenk von Gott. Und dieses Geschenk darf ich ausleben, ja? Nochmal zum Missionsbefehl, den wir uns heute Morgen angesehen haben. Ich will ihn nochmal wiederholen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf Erden erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Ruft die Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. Auch das mit den Jüngern müssen wir uns nochmal merken, ja? Was ist ein Jünger? Es tut einfach gut, wenn man sich das bewusst macht. Ein Jünger ist ein Christ, der entschlossen ist, Jesus Christus zu folgen. Mit dem Wunsch, von ihm zu lernen und nach seinem Vorbild zu leben. Jüngerschaft ist der Prozess, dass ein Jünger Jesus ähnlicher wird. Ja? Das streben wir an, das wollen wir, das ist unser Anliegen, wir wollen von Jesus lernen, wir sind entschlossen, ihm nachzufolgen und wir sind entschlossen, ihm ähnlicher zu werden. Zu unserer Identität, erkenne deine Identität, die du in Christus hast. Ich versuche es jetzt immer ein bisschen hier mit dem Kasten und mit dem Löwen darzustellen, ja? Dass wir uns das einmal bewusst machen. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt uns, darum ist jemand in Christus. So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja? Wenn ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, dann ist was passiert mit mir. Der Heilige Geist ist in mein Leben eingezogen, ja? Ich bin eine neue Schöpfung. Oder wie es hier steht, eine neue Kreatur. Ja? Der Heilige Geist wohnt in mir und gibt mir neue Orientierung. Er gibt mir eine neue Identität. Ja? Das müssen wir neu wissen. Wir haben eine neue Identität, die in Christus liegt. Und deine Identität wurzelt in erster Linie aus dem sicheren Wissen. Ich bin von Gott geliebt. Das musst du einfach wissen. Ich bin geliebtes Gotteskind. Der Herr hat mich erwählt. Hier Jeremia 31, Vers 3 sagt, Gott spricht auch zu dir. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Das steht über jedem von uns, ja? Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Aus Barmherzigkeit hat er uns zur Buße geleitet, so dass der Heilige Geist einziehen konnte. Und das ist das größte Wunder, was an Menschen geschieht. Er empfängt den Heiligen Geist, ist dadurch eine neue Schöpfung und er weiß sich von Gott geliebt. Ja? Und darauf baut so alles auf. Darum ist es manchmal gut, etwas laut auszusprechen. Darum fordere ich uns erstmal auf, diese Identität laut auszusprechen. Ja? Zum Beispiel die Frauen sagen, ihr dürft jetzt mitsprechen,
Ich bin eine geliebte Tochter Gottes und werde meinen Herrn verherrlichen. Das gleiche die Männer. Ja? Ich bin ein geliebter Sohn Gottes und werde meinen Herrn verherrlichen. Das ist eine Entscheidung. Das ist unsere Bestimmung. Ja? Wir sind als Christen dazu berufen, Gott zu verherrlichen mit unserem Leben, mit unserem ganzen Sein. Alles, was ihr tut, tut zur Ehre Gottes. Und er legt seinen Segen darauf. Ja? Und das müssen wir richtig mal uns wieder bewusst machen. Ja? Weil Jesus für mich am Kreuz alles gab, will ich ihn vor den Menschen bekennen. Ja? Das ist auch eine Entscheidung. Jesus gab alles für uns. Für jeden Einzelnen von uns. Für mich, für dich. Darum sollen wir ihn fortnehmen, uns selbst, sondern für ihn leben. Paulus sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Es ist was ganz Neues, hat angefangen. Ja? Und das dürfen wir wissen. Also ich werde mich nicht mehr schämen des Evangeliums. Haben wir eben schon gehört, ja. Kann man gar nicht oft genug wiederholen. Das ist eine Entscheidung des Herzens. Ich schäme mich des Evangeliums nicht mehr. Denn es ist eine Kraft Gottes denen, die da glauben. Wie ist das mit unserer Identität? Das müssen wir mal ein bisschen erkennen. Was für ein Leben wir hatten ohne Christus und was für ein Leben wir haben in Christus. Das ist gut, wenn wir das richtig gut einordnen können. Wenn wir das gut verstehen. Ohne Christus waren wir ein Sünder oder eine Sünderin. In Christus, haben wir uns heute Morgen schon beschrieben, sind wir Heilige, Auserwählte, ein auserwähltes Volk. Königliche Priesterschaft. Ja? Das ist stark. Ohne Christus waren wir ungerecht. Doch Jesus hat uns gerecht gemacht am Kreuz von Golgatha. Er hat für uns bezahlt und hat uns dort gerecht gesprochen. Und das dürfen wir uns im Glauben nehmen, ja? Die Waffenrüstung ist ja auch, wir ziehen den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Nicht mehr meine Gerechtigkeit zählt, sondern die Gerechtigkeit, die Jesus für mich erwirkt hat. Ohne Christus sind wir getrennt von Gott. Nur das Erlösungswerk von Golgatha berechtigt uns, mit Gott Gemeinschaft zu haben. So gesehen hat Jesus uns den roten Teppich ausgerollt auf Golgatha und wir dürfen darüber kommen. Sein Blut hat bezahlt und ich darf das für mich in Anspruch nehmen. Das ist ganz wichtig, ja? Ein Teilhaber seiner göttlichen Natur darf ich sein. Wow, welch ein Vorrecht. Ein Teilhaber seiner göttlichen Natur, Erbe mit dem Sohn, kommen wir gleich drauf. Ohne Christus bin ich ein Geschöpf Gottes. Ja? Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Aber nicht jeder Mensch ist ein Gotteskind. Ja? In Christus bin ich geboren aus Gott und sein Kind geworden. Indem ich Jesus in mein Herz aufgenommen habe, ihm mein Leben übergeben habe und ich Buße getan habe über meine Sünden, ist der Heilige Geist in mich eingezogen. Und dort wurde ich ein Gotteskind. Ja, Jesus spricht, wenn ihr nicht geboren werdet aus Wasser und Geist, so werdet ihr das Himmelreich nicht sehen. Ja, der Nikodemus war ja auch ein Gelehrter, als er zu Jesus kam, Johannes Kapitel 3. Ja, er wollte wissen, wie komme ich dann da in den Himmel? Was ist dann, wie ist dann der Weg? Und Jesus sagt ihm, wenn du nicht aus Wasser und Geist geboren wirst, wirst du das Himmelreich nicht sehen. Ja? Ein Gelehrter Israels, ja, wusste das nicht. Er kam des Nachts zu Jesus. Ja? Und die Wiedergeburt muss stattfinden, die neue Identität. Darum ist es wichtig, ja, dass wir unser Erbe antreten. Ein Testament ist ein Schriftstück, in dem steht, was mit dem Erbe geschehen soll. Ja? So gesehen ist unsere Bibel auch ein Testament. Wir müssen unsere Bibel lernen, als Testament zu lesen. Ja, es ist ein Liebesbrief an uns. Und wir müssen es auch als Testament nehmen. Ja, wir ehren Gott damit, indem wir seine Verheißungen uns zu eigen machen.
und sie einfordern und in unserem Leben umsetzen. Ja? Römer 8, Vers 17, sind wir aber Kinder geworden durch den Heiligen Geist, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi. Welch eine Stellung! Miterben mit Christus. Ja, wir haben heute gehört, alle Gewalt wurde ihm übergeben. Alle Macht ist ihm vom Vater übergeben worden. Und wir sind Erben mit dem Sohn. Und das ist eine gewaltige Stellung. Und die dürfen wir begreifen lernen. Epheser 1, 18 und 19. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Das brauchen wir alle. Erleuchtete Augen des Herzens, da muss ich blink, blink, blink machen. Ich muss Erkenntnis bekommen über das Wort Gottes, über seine Wahrheiten. Ich muss es verstehen lernen und da brauche ich erleuchtete Augen des Herzens. Das kann man nicht nur mit dem Verstand nachvollziehen, das kann man nur mit dem Herzen. Ja? Nur mit dem Herzen sieht man richtig. Ja? Gerade das Wort. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und dort vernehmen wir das Wort Gottes und die Intensität seiner Aussagen. Ja? Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Das spricht er die Gotteskinder wieder als Heilige an. Ja? Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben. Weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Ist die Macht seiner Stärke bei dir wirksam? Handelst du mit diesem zweischneidigen Schwert, das scheidet Geist und Seele, Mark und Bein? Ja? Nehmen wir uns diese Autorität wie ein Testament. Ja? Wenn du ein Erbe bist von deinen Eltern her, du bekommst ein Haus überschrieben, wenn du dann zum Notar gehst und machst das schriftlich, dann wird dieses Haus nicht dir gehören. Du musst zum Notar gehen und musst das Testament annehmen. Und ähnlich ist es mit Gott. Ähnlich ist es mit dem Wort Gottes. Wir müssen die Wahrheit des Neuen Testamentes für uns nehmen und daraus leben lernen. Und dann ist viel möglich. Dann ist viel, viel möglich, wenn wir das richtig einfordern. Söhne und Töchter lassen sich vom Heiligen Geist leiten. Römer 8, 14 und 15. Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen. Ja? Alle Gotteskinder, die sich vom Heiligen Geist regieren lassen. Da steht das griechische Ago. Das heißt anleiten lassen. Leiten lassen. Ja? Die Luther-Übersetzung sagt, die sich vom Heiligen Geist treiben lassen. Trifft alles irgendwo zu. Ja? Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Ja? Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Er führt uns in die Freimütigkeit. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Finde ich so gut. Ich hoffe nur über alle Sätze, die sagen nicht nur Söhne. Eigentlich steht hier im Griechischen Huios. Huios bedeutet Söhne. Ja, aber genauso heißt es auch Töchter. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Deswegen haben wir das eben proklamiert. Du bist eine Tochter Gottes. Und du bist dazu da, deinen Herrn und Heiland zu verherrlichen. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber, lieber Vater, aber, ja, mein Papa im Himmel, mein Vater, der du mein Vater geworden bist. Ich beuge die Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt. Ich habe eine neue Vaterbeziehung. Und aus dieser Identität, diese Vaterliebe Gottes, wichtig mal zu begreifen, zu erfassen und kennenzulernen, kann ich leben, kann ich mein Christsein leben, so wie es Gott gefällt. Aus einer erfüllten Liebesbeziehung mit dem himmlischen Papa. Er ist mein Abba geworden.
Aber Vater, zu ihm kann ich kommen. Er ist nicht so wie mein irdischer Vater. Er hat viel mehr Liebe für mich. Er hat viel mehr ein Herz für mich. Und er gibt mir unendlich viel Geborgenheit, Sicherheit. Und aus dieser Sicherheit heraus kann ich sein, der ich bin. Und ich glaube, das müssen wir alle neu begreifen und auch verstehen. Deswegen nutze ich solche Bilder hier, dass das ein bisschen uns bewusst wird, diese Geborgenheit. So wie dieses Mädchen am Löwen da ruht. Sie hat Geborgenheit in dem Schutz des Löwen. Jesus selbst wird ja auch als der Löwe von Juda bezeichnet. Ja? Und der Löwe von Juda gibt uns Schutz und er gibt uns auch Geborgenheit. Er gibt uns ein Stück weit Sicherheit. Ja? Also erkenne deine Identität in Christus und nehme dein Erbe in Anspruch. Ja? Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen. Durch den wir rufen, aber lieber Vater. Und das Erste, was du bist und was dein Sein ausmacht, ist die Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Dass du eine Liebesbeziehung hast, dass du dich geborgen weißt, dass du dich sicher weißt. Wenn du dich unter dem Schutz des Vaters weißt, dann können die Menschen dir nichts anhaben. Du stehst eingehüllt, ja, in der Liebe Gottes. Und du weißt, wer du bist. Das ist wichtig, dass man seine Identität kennt. Durch Jesus bin ich ein Königskind des größten Königs aller Könige. Das hört sich ein bisschen abgehoben an, aber das ist unsere Stellung als wiedergeborene Christen im Herrn. Und die müssen wir ausleben. Die müssen wir erkennen, da müssen wir draus leben und die müssen wir wirklich annehmen. Ja? Es gibt einen schönen Ausspruch über die Königswürde. Wenn man sich das so mal nimmt, das ist gut, ja? Jesus sagt, hiermit verleihe ich dir Königswürde. Ich habe dich erwählt, weil du unendlich kostbar bist. In meinen Augen. Du bist unvergleichlich, einmalig. Ich setze mein Leben für dich ein. So wichtig bist du mir. Nimm deinen Platz ein, wo ich dich eingesetzt habe. Lass dich nicht durch deine Aufgaben dazu verleiten, dich minderwertig zu fühlen. Das ist ein großes Problem. Christen sehen sich minderwertig. Ja? Ich kann das nicht, ein anderer kann das besser. Ich bin doch zu klein, was soll ich mit dem beten? Das kann ein anderer machen. Ja? Man sieht sich minderwertig, aber Gott will uns stark sprechen, damit wir das ausführen, zu dem er uns berufen hat. Keine Arbeit braucht dir zu gering zu sein. Deine Treue ist wichtig auch im Kleinen. Lukas 16, Vers 10 sagt, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Sei dir deiner Erwählung täglich gewiss. Wenn dir Fehler unterlaufen, komme zu mir und erzähle sie mir. Denn Jesus sagt, kommt doch her zu mir alle. Ladet bei mir ab, alles, was euch beschwert. Dann werde ich da sein und für dich einstehen. Es wieder gut machen und die Schuld bezahlen. Das ist unser Gott. 2. Korinther 14 heißt es, er hat den Schuldbrief getilgt. Er hat unseren Schuldbrief ans Kreuz geschlagen. Geh fröhlich deinen Weg. Ich werde dich keinen Moment im Stich lassen. Diene an deinem Platz in der Gewissheit deiner Königswürde. Ich selbst stehe zu dir und habe dir die Krone aufgesetzt. Und ich habe dich unendlich lieb. Der König aller Könige sagt dir das zu. Und das darfst du von Gott nehmen. Das ist deine Stellung in Christus. Die darfst du ausleben. Ja, die Hoffnung über alle Übersetzung, Vers 16 und 17, Römer 8. Gottes Geist gibt uns die innere Gewissheit. Ja? Es ist ganz wichtig, dass man diese Heilsgewissheit hat. Wiedergeburt. Ja? Gottes Geist, der Pneumatheo, gibt deinem menschlichen Geist die Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Und das muss jeder Christ wissen. Gott hat mich angenommen. Meine Sünden sind mir vergeben. Ich bin ein Gotteskind. Das ist eigentlich Grund zum Jubeln genug.
diese Stellung zu wissen, aus dieser Stellung zu leben, diese Stellung für sich anzunehmen, stärkt unseren Menschen, unseren inneren Menschen. Als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Gemeinsam mit Christus, seine Erben. Gewaltig. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Auch dazu müssen wir bereit sein, ja? Heute Morgen haben wir über den Preis der Nachfolge gesprochen. Wir müssen bereit sein, den Preis zu bezahlen, auch für Jesus mal zu leiden. Den Spott, einen Hohn auf sich zu nehmen, ja, wenn sie über dich lästern, weil du Jesus folgst. Weil die Worte, die Jesus immer noch wichtig sind. Und wenn sie dann lästern, das ist ein altes Buch, was hält dich noch da dran, ja? Zu mir sagten sie, du, ich will auch meine Treue zu meiner Frau leben. Selig die Treue leben. Das verstehen die anderen Menschen nicht. Ja? Wenn ich mich entscheide, treu zu bleiben, auch in der Ehe oder auf sexuellem Gebiet, dann ist das gut. Und der Herr belohnt das. Ja? Aber das verstehen die Menschen nicht. Du bist ein Exot, Fadi. Du bist ein Exot. Du kannst auch jeder den Geschmack holen oder so. Ne? Und immer neben ausgehen, ist auch nicht schlimm. Das ist die allgemeine Haltung. Aber nein, wir wollen das tun, was Gott gefällt. Und treu bleiben. Und das ist immer eine Entscheidung. Und der Heilige Geist ist da, wenn er eingezogen ist. Ja? Es ist wichtig, dass er bei dir eingezogen ist. Wenn nicht, dann mach nochmal wieder eine neue Lebensübergabe und gib nochmal neu alles in Gottes Hand. Manchmal ist das gut, wenn man das wieder macht, seine Sünde wieder bekennt, die man eigentlich so nochmal schleichend auf dem Weg gemacht hat. Ja? Immer wieder dann ein reines Verhältnis schafft. Jesus sagt uns in Johannes 14, 26, der Helfer, hier in dieser neuen Genfer Übersetzung steht der Helfer, da steht das griechische Parakletos, in anderen Übersetzungen steht Fürsprecher oder Anwalt, Tröster, Ratgeber, all das will der Heilige Geist uns sein, je nachdem wie das aus dem Griechischen übersetzt ist, trifft alles zu, was der Heilige Geist uns sein will. Und Jesus sagt, der Heilige Geist, dieser Helfer, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er lehrt uns, er erinnert uns an die Worte Jesu, er macht uns Worte präsent, die wir gerade in unserer Lebenssituation brauchen, weil wir vorher das Wort schon gespeichert haben, kann der Heilige Geist es immer präsent machen bei uns. Und dann ist es da und dann gehorche ich dem Wort. Manchmal wie bei der Ampel, er gibt uns ein Grün, er gibt uns ein Orange oder er gibt uns ein Rot. Und es ist gut, auf die Impulse des Heiligen Geistes einzugehen. Denn Reich Gottes geschieht nur so weit, wie wir lernen, mit dem Heiligen Geist zusammenzulaufen. Zusammenzuarbeiten, auf die Impulse des Geistes einzugehen, ihm zu gehorchen. Kommt immer Frucht dabei rum. Und der Heilige Geist gibt dir das. Der Heilige Geist und du sind ein starkes Team, wenn du es lernst, mit ihm zusammenzulaufen. Ja? Aber zu dieser Vater-Sohnschaft, ja? Ihr kennt alle die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die zählt uns Jesus auch, um uns den Vater zu transportieren. Nicht nur, um uns diesen verlorenen Sohn aufzuzeigen, sondern auch, um uns den Vater zu zeigen. Wie handelt er an uns, ja? Da war erst mal der Sohn, der will hinaus, er will sein Erbe und er will weg vom Vaterhaus, ja? Und der Vater sagt, gut, deine Entscheidung, du darfst gehen. Das ist ein großer Akt der Liebe. Gott gibt uns den freien Willen. Er lässt uns Entscheidungsfreiheit. Wie ich heute Morgen gesagt habe, Jesus sagte, ja, wollt ihr auch noch gehen zu seinen Jüngern? Hier ist die Tür, ihr müsst mit mir nachfolgen. Ihr müsst mit bei mir bleiben. Aber wenn ihr bei mir bleibt, dann tut es richtig. Ja? Der Vater ließ ihn ziehen, er ließ ihm die Entscheidungsfreiheit. Aber er schaute in Geduld einfach auch, ob der Sohn wiederkommt. Ja? Wir lesen dann, als er, ihr wisst ja, wo er gelandet ist, ja? Als er Geld verprasst, ja? Viele Freunde hat er, viel Geld hatte, ja? Und nachher das Geld alle war, wurden die Freunde weniger. Und er musste als Schweinehirte dienen und sogar mit den Schweinen essen. Aber dann kam etwas in sein Herz, in meines Vaters Haus hatte ich es besser und ich will zurück zu meinem Vaterhaus. Und er ging zurück und er wollte einfach nur noch mal beim Papa sein. Ja? Und wenn er als Knecht dort sein darf,
Hauptsache, er wollte wieder da sein. Ja? Er kannte, dort habe ich es besser. Und die bedingungslose Annahme stand auch einfach über diesen verlorenen Sohn. Er nahm ihn mit offenen Armen wieder auf. Schön, dass du wieder kommst. Er sah ihn schon von Ferne. Warten in Geduld. Er wartete auf seinen Sohn. Er wusste, er kommt wieder. Und dann nahm er ihm die Arme. Er schenkte ihm diese bedingungslose Annahme. Aber es geht mir eigentlich mehr um den zweiten Sohn. Ja? Der zweite Sohn hatte ein Problem. Dann lesen wir in Vers 29, Vers 30, Lukas 15, da stehen wunderbare Geschichten. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Ja? Interessant, wie er das hier ausdrückt. Ja? Dem hast du alles gegeben, was hast du mir gegeben? Menschlich kann man ihm das irgendwo nachvollziehen. Nun aber, da dieser Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Jetzt machst du dem doch eine Mega-Party. Du musst ihm doch jetzt mal richtig die Leviten lesen. Nein, der Vater ist nicht so. Er empfing ihn, er beschenkte ihn und er nahm ihn wieder an als Sohn. Er war Sohn und lebte nicht mehr als Knecht. Aber dieser zweite Sohn, ja, der lebte eigentlich als Knecht beim Vater. Interessant. Er aber sprach zu ihm, ja, der Vater sprach zu diesem zweiten Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du hättest dir das alle Zeit nehmen können und eine Party feiern und deinen Freunden eine Feste feiern können. Du hast es nicht gemacht. Also der Vater tadelte irgendwo die Autorität, die er sich nicht genommen hat, als Sohn. Ja? Und ähnlich ist es mit uns, wenn wir als Knechte und als Mägde leben und nicht als Söhne und als Töchter. Wir sind ja einerseits auch Diener Gottes, ja, wir sind auch Knechte und Mägde, ja, aber wir haben eine Stellung als Söhne und Töchter. Und wir sollen nicht leben wie dieser zweite Sohn. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Ja, wenn sein Herz richtig gestanden hätte, dann hätte er sich ein bisschen freuen über seinen Bruder, dass er wieder heimgekommen ist. Ja? So ist es wirklich. Also lebe nicht mehr als Knecht oder als Magd. Das ist die Message hier dieser Identität. Lebe nicht mehr nur als Knecht, sondern lebe als Sohn und als Tochter. Zentraler Bibelvers hierzu ist Galater 4, Vers 6 und 7. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes. Der Heilige Geist, ja? Hier ist der dreieinige Gott mit drin, ja? Der Vater sandte uns sein Bestes, seinen Sohn. Und durch den, dass wir ihn angenommen haben, sandte er uns auch den Heiligen Geist. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes. Derselbe Geist, der mit Jesus verbunden ist, ist mit uns verbunden. Und will mit uns Gemeinschaft haben. Habt ihr Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Fragt Paulus die Korinther am Schluss. Ja? Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen. Der da ruft: Aber Vater, mein Papa im Himmel. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. So auch Erbe durch Gott. Halleluja. Und das müssen wir irgendwo begreifen und daraus leben lernen. Und das wünsche ich mir so, dass wir das richtig gut verstehen, richtig gut einordnen können. Ja? Lebe als Original von Gott, lebe als Sohn und lebe als Tochter. Du bist spitze, du bist genial, jemand wie dich gibt es nicht noch einmal. So wie du bist, hat Gott dich ausgedacht, er hat dich wunderbar gemacht. Darum lebe deine Originalität und sterbe nicht als billige Kopie.
Sei ein Sohn und eine Tochter Gottes. Lebe die Autorität aus, die Gott dir gegeben hat. Und sei dir gewiss, wer du bist. Ein Sohn und eine Tochter in Christus. Und daraus zu leben, macht den Unterschied. Morgen spreche ich uns dann darüber, entscheide dich, deine Autorität als Christ anzuwenden. Das ist unser Thema für heute. Ja? Ich will einmal noch kurz beten. Vater, ich danke dir so, dass du uns so wunderbare Zusagen gibst in deinem Wort, dass wir Erbe mit Christus sein dürfen. Erbe mit deinem Sohn. Vater, wir wollen das richtig begreifen und wir wollen uns deine Verheißungen als Ja und Amen nehmen und zu eigen machen. Vater, vergib uns, wo wir wirklich das nicht so geistig genommen haben und als Minderwertige gelebt haben, als überdemütig, dass wir gar nicht die Autorität auch erkennen und anwenden, Herr. Mach uns da frei und setze alle Fesseln frei, die diese wahre Identität in Christus verhindert. Ich bitte dich, dass du jeden Zuhörer segnest, übernatürlich mit deinem Heiligen Geist. Und wer dich noch nicht im Herzen hat, der soll dich ins Herz aufnehmen, damit du darin regieren kannst. Dass wir die Impulse des Heiligen Geistes vernehmen und darauf im Gehorsam antworten. Wenn wir das tun, was du uns verheißen hast und was du uns gesagt hast, dann wird Frucht in unser Leben kommen. Jesus, du sagst, dass dein Wort unseres Fußes Leuchte ist und dein Licht auf unserem Wege und dass du uns führen willst. Und dass wir, wenn wir an die Schrift glauben, ja, wie du es sagst, dass Ströme lebendigen Wassers von uns ausgehen werden und dass sie fließen werden zu unseren Mitmenschen. So segne jeden Zuhörer einen wunderbaren Namen Jesus. Amen.